Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Besuch mit Yannick. Hallo. Den kennt man ja schon aus meinen Videos. Ja. Im Hintergrund haben wir noch jemanden, aber der steht sein Leben lieber. Der ist scheu. Der ist kamerascheu. So, heute haben wir die Big Ice Drops Mixed Fruits. Ja, riechen tut das Ganze, kann man sagen, nach Energy. Also, es hat mit Fruits eigentlich wenig zu tun. Das riecht so streng danach. Das riecht richtig, also wie Energy. Ich möchte jetzt keine Marken hier nennen, aber. Das passt einfach. Ja, das sind ziemlich rot. Coole Farbe, so ein Weinrot halt. Mixed Fruits kann man nicht viel sagen, ne? Das sind halt Früchte. Dieser Geruch, der legt sich irgendwie voll in der Lunge ab, wenn man dran riecht. Ja. Achso, wenn ihr fragt, was ich gerade mache, ich tue gerade Yu-Gi-Oh! Karten aus ihren Hüllen rausholen. Weil wir jetzt gleich eine Runde Yu-Gi-Oh! Spielen wollen. Und, back to the roots. Back to the childhood, ja. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bei Geschmack. Bei Geschmack. Hier machst du schon mal die ersten Karten. Nice. So. Ja, heute natürlich auch halt ohne jetzt groß Mikroveränderung, weil wir haben jetzt spontan eher aufgenommen. Deswegen jetzt auch das Standardmikro hier. Macht ja aber nichts, ne? Und willst du mal probieren? Ja. Also der Geschmack. Kannst du ja also, mal die Karten noch weiter rausholen. Also der Geschmack ist anders. Also wenn ihr dran riecht, riecht es nach Energy. Schmecken tut das Ganze aber schon eher nach Früchte. Also ihr habt einen bitteren Geschmack. Also so einen bitteren Nachgeschmack. Ja. Leicht fruchtig, jetzt nicht zu krass, aber. In meinem Fall ist es sehr jetzt sehr leicht fruchtig, also wirklich ganz leicht. Also es ist jetzt, muss ich sagen, nicht meine. Nee. Also ich bitte sowieso eher auf das ganze Minzige und Eisige, aber dieses Mixed Fruits ist mir zu bitter. Aber ich glaube, ich könnte in die Kamera gekommen. Ja, voll die Professionalität hier. Hast du für den irgendwie noch ein, wie man das beschreiben kann? Oder fallen dir noch Adjektive ein? Ja. Das ist sehr fad, muss ich sagen. Das ist wirklich fad. Ja. Also, ich weiß nicht. Es hat kaum Geschmack irgendwie. Ja, das stimmt. Das ist sehr schade. Also, zur Info noch, zur Restinfo, 120 Gramm. Gibt es für unter 5 Euro. Also, meistens gibt es auch Angebote von Shisha-Shops. Da sind sie derzeit dann irgendwie 3 Euro irgendwas. Meistens aber der Standardpreis ist so um die 4,90 Euro oder so. Falls ihr das so genau wissen wollt, weil ich ja nie über den Preis rede, sollte ich mal eigentlich machen. Du bist so voll meinen Arm in die Kamera gehalten, hab, ey. Ja, das war's dann eigentlich an sich auch. Es war ein relativ spontanes Video, mal was anderes. Vielleicht gefällt euch ja das trotzdem ein bisschen anders, ne? Guckt euch auch mein Review zu meiner E-Zigarette an. Genau, schaut euch das Video von seiner E-Zigarette an, falls ihr mal Bock habt auf was anderes. Digga, Sakurezus-Rüstung. Erinnerung. Brutal. Ja, also, wenn ihr Videos sucht, wo ich quasi. Auch immer der Nessie mein Globaletto. Junge, steckt schon Sakurezus-Rüstung. Was wollte ich jetzt sagen? Achso. Wenn ihr Videos haben wollt zu E-Zigaretten, was man da dann am besten mischen sollte oder welchen Verdampfer ihr benutzt, so jetzt für Anfänger, dann guckt mal bei mir vorbei, da werde ich nochmal ein bisschen was zeigen. Da werde ich auch nochmal zeigen, welche E-Zigaretten so für Einsteiger gedacht sind, weil ich bin zwar auch ein Einsteiger, aber ich habe mir dann schon direkt quasi eine höhere geholt, aber das alles dann auf meinem Kanal. Ich will jetzt nicht so sehr sein Video so vollböhmen mit Knowledge. Deswegen. Link ist unten in der Beschreibung. Altaria Live. Diese Leute, die ihre Nachrichten bekommen. Und ja, schaut da vorbei. Da seht ihr auch Videos von der LAN-Party zum Beispiel von vor 2 Jahren mit
uns beiden hier zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren. Das ist schon zwei, ja, das ist fast 2 Jahre her, ne? Da, wo wir die Chicken Nuggets gemacht haben, gell? Ja, zu Eat Spicy Food. Ja. Was dann aber nicht scharf war. Ne? Ja, und das Video total scheiße war. Aber die Chicken Nuggets waren geil. Die Nuggets waren richtig gut, ja. Alles aber auf seinem Kanal. Schaut euch rein, wir wollen euch ja nicht zu viel spoilern, ne? Ja, haut ihr rein, bis dann. Guten Rauch, ciao.